Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, die Chroniken von Shakespeares Romeo und Julia. Romeo und Julia, es ist ein Wimmelwitz-Spiel von Daedalic Entertainment. Ist der erste Teil einer Spielreihe und wie der Titel schon sagt, geht es um Romeo und Julia. Profil. Ich habe es schon mal ein bisschen angetestet, deswegen steht da schon mal was da. Okay. Diese Kammer. Seine Gunst, die soll mir meine Kunst verdienen. London will ich erobern. Die Stadt soll meine Bühne sein. Es gilt, ich muss mit vollem Einsatz spielen, dass der Applaus mir sicher ist. Bravo, William, bravo! Meinen Beifall habt ihr schon. Um Nachruhm sorgt euch später. Für heute nehmt mit dieser Stube vorlieb. Lasst London auf euch warten. Dort spielt man ein eigenes Spiel. Hab Dank, mein Lord, für euer Kompliment und diese Kammer. Euer Besuch hier ehrt mich sehr. Ihr macht die Stube zum Salon. Die Lordschaft ließ ich vor der Tür. Als Gleichgesinnter bin ich hier. Für das Theater will ich leben. Drum müsst ihr mir auch diesen schlechten Reim vergeben. Dem Gleichgesinnten sei verziehen. Ich nenne ihn Freund und lass es mit den Floskeln. Was bringt euch zu mir? Meine Neugier. Wie weit ist euer Werk gediehen? Es geht voran. Ich sammle Steine, doch sie taugen nicht, ein Haus zu bauen. Weil ihr nach dem Palast, nicht nach der Hütte strebt. Mein Freund, ihr fördert mich weit mehr mit euren Worten als mit all den anderen Gaben. Wie gerne würde ich euch etwas dafür geben, doch das Stück, es braucht mehr Zeit. Die sollt ihr haben, doch um eines bitte ich euch. Tragt meiner Tochter vor, was ihr bereits geschrieben habt. Sie hat ein Näschen für Geschichten und ihre Neugier soll euch Antrieb sein. Wenn ihr es wünscht, mein Lord, doch hege ich Zweifel. Ich wünsche es und eure Zweifel will ich rasch beiseite räumen. Anne, mein Schatz, komm bitte herein. Hier bin ich, Vater. So schnell? Du hast doch nicht gelauscht. Nein, an der Tür zu horchen, das gehört sich nicht. Aber durch einen Türspalt im Vorbeigehen ein paar Worte aufzuschnappen, das kann ja mal vorkommen, nicht? Wie dem auch sei, ich freue mich, dir William Shakespeare vorstellen zu dürfen. Und euch, William, mein Ein und Alles, Anne. Ich bin hoch erfreut, eure Bekanntschaft zu machen, Master Shakespeare. Die Freude ist auf meiner Seite, meine Dame. Wie heißt denn die Geschichte, die ihr mir erzählen sollt? Die Geschichte, die heißt, Veroneser Romanze, das, Klingt nach einer italienischen Nudelspezialität. Ist ein Arbeitstitel. Ein Anfang, William. Ein Anfang. An dem ich euch nun allerdings verlassen muss. Gebt Acht auf Anne und viel Erfolg, dass ihr die Neugier stillt, mit der sie mich zu quälen pflegt. Akt 1, zwei Häuser. Wo hab ich nur... Irgendwo hier muss doch... Sucht ihr die Geschichte, Master Shakespeare? Was? Nein, nur meine Notizen für den Anfang. Könnt ihr die Geschichte nicht ohne sie beginnen? Begonnen hat sie ja schon vor vielen Jahren. Und wo? Im fernen Verona spielt diese Geschichte. Da gab es zwei Häuser, beide gleich an Rang und Würde, in tiefer Feindschaft sich verbunden. Ein alter Hass ist ihrer Zukunft schwerste Bürde. Blut für Blut schlägt dieser neue Wunden. Aus seinem unheilsschwangeren Schoße sprießt die Liebe eines Paares, voll von Tränen, die jeder Hörer der Geschichte gern vergießt. Gebt Acht, Miss Anne, ich will sie euch erzählen.
auf nach Verona, zum Sitz der Montagus, dem einen der zwei Häuser, wo Romeo, sein jüngster Spross, in Liebeskummer schwelgt. Der Streit, der interessiert ihn nicht. Er denkt nur noch an Rosalinde. Ein Brief soll sie von seiner Liebe überzeugen und ihre Leidenschaft für ihn entfachen. Klicken Sie mit der linken Maustaste, um einen gesuchten Gegenstand einzusammeln. Ein Linksklick mit der Maus öffnet eine Nahansicht des angewählten Objektes. Durch einen Linksklick erhalten Sie eine neue Aufgabe. Okay. Den Brief an Rosalinde hatte ich auf den Nachttisch gelegt. Auf was für einen Nachttisch? Finde den Brief an Rosalinde auf dem Nachttisch. Was ist das hier nicht? Hä? Wo denn? Ich kann jetzt nicht schlafen. Warum nicht? Warum ist der Umschlag leer? Wo ist mein Brief? Toll. Finde den Brief an Rosalinde. Ja, den hab schon. Ah, na wunderbar. Wasser auf meinen sorgfältig verfassten Zeilen. Alles ist verlaufen. Besorge Schreibutensilien aus der Schatulle auf den Nachttisch. Das ist der Nachttisch. Verschlossen. Und die drei Zeigepaare zum Öffnen fehlen. Etwas ist faul hier. Oh, das stimmt allerdings. Ja, okay, ich weiß, dass du nicht schlafen gehen kannst. Da lag ein Zeigerpaar. Muss er hier noch jemand sein? Und jetzt? In diesem Regal findet sich nichts Besonderes. Geh weg. Okay. Da ist nichts. Ich kann jetzt nicht schlafen. Ja, okay, das weiß ich doch. Aber ich will doch nur was haben. Oder... Das muss doch hier irgendwo sein. Ein Schreibutensilien. Schlafen gehen will er nicht. Eine Spinne. Das können wir nicht benutzen. Ja, hier haben wir doch... Das könnte später noch nützlich sein, aber im Moment bin ich mir nicht sicher, wofür. Das ist leider nicht der Schlüssel zur Schatulle. Oh, toll. Ich sehe hier nicht, wo das noch sein soll. Du sollst nicht schlafen. Du sollst das andere Ding finden. Dann gehen wir halt mal raus. Okay. Der zweite. Frage ich mich aber, wo der dritte sein soll. Gehen wir da nochmal rein. Der muss doch hier irgendwo sein. Aber wo? Hallo? Nein, ich will jetzt nicht nochmal rausgehen. Geh mal weg hier. Ist ja gut, ich weiß, dass du nicht schlafen willst. Mann. Na, hier ist nichts, oder? Da ist die Schreibutensilien drin, aber ich brauche erstmal den dritten Zeigerpaar. Mittleres Zeigerpaar, na toll. So sieht er also aus. Na, dann muss er hier... Ah! Nun, Vettern. Ich bin zwar blind verliebt, doch das, was war allzu leicht versteckt. Ja. Platziere die Zeigerpaare auf der Schatulle. Dann gehen wir mal dahin. Nehmen wir das und... Ah. Das darf doch nicht wahr sein. All mein Schreibzeug ist fort. Jetzt muss ich mir aus Vaters Arbeitszimmer... Ja, da kann ich nicht lesen. Finde neue Schreibutensilien in Lord Montagus Gues Arbeitszimmer. Ist es das hier was? Nee. Arbeitszimmer. Gibt's hier was? Ich will was haben. Hier gibt's also schon mal nichts.
Natürlich hat Vater die Tür verschlossen. Glücklicherweise weiß ich, dass er den Schlüssel in dem Horizontalmod versteckt hatte. Ist es der? Mist, nein, ist es nicht. Wo soll der sein? Hä? Ich brauche ja auch... Was ist denn das? Pergament, Hintenfass, Feder, Siegelring, Siegelwachs und ein Schlüssel. Aber ich komme doch hier nirgendwo weiter. Nein, außer hier. Das ist eigentlich für mich ein Ring, aber nicht der Ring, den ich brauche. Okay, da befindet sich schon mal nichts. Wissen wir ja. Ja, hier ist ein Schlüssel, aber es ist ja nicht der. Das ist auch nicht der Schlüssel. Hole den Schlüssel zum Arbeitszimmer aus dem Holzornament im Flur. Ja, ich bin jetzt im Flur. Das könnte später noch nützlich sein, aber im Moment bin ich mir nicht sicher, wofür. Dann bist du halt nicht sicher. Ich bin mir auch nicht sicher, wofür. Ich werde das Haus erst verlassen, wenn ich den Brief für Rosalinde fertig habe. Ich werde auch nicht runtergehen. Ich will doch nur... verschlossen. Ach du Scheiße, was ist das denn? In diesem Holzspiel gehören zwei Murmeln. Jetzt soll ich eine blaue Murmel und eine gelbe Murmel suchen. Ich glaube, ich habe doch hier... Hier ist eine blaue Murmel. Oh, eine blaue Murmel. Da ist die gelbe Murmel. Ja, aber wo soll das andere alles sein? Löse das Ornamentspiel im Flur. Also das hier. Gelbe Murmel. Ach Gott, wie soll denn das jetzt gehen? Ich muss dahin. Ich hoffe, ich drehe das jetzt richtig. Ja. Nach da? Nochmal nach da? Wieder darunter? Ich hoffe, ich mach's richtig. Haha. Gut, der erste Murmel ist schon mal weg. Blaue Murmel. Da geht's nicht. Mal dahin. Hä? Mal einfach mal ausprobieren. Echt keine Ahnung, wie das hier gehen soll. Ah, ich glaube jetzt wie. Ich denke mal, dass ich es richtig mache. Ja, gut. Geschafft. Ein Schlüssel. Arbeitszimmer. Der Schlüssel passt. Juhu. Oh Gott. Ja. Ach, da geht's wieder raus. Gucken wir erstmal mal hier. Was brauchten wir? Da ist nichts zwischen Vaters Unterlagen. Verriegelt, aber auch dieser Schlüssel kann nicht weit sein. Vater trägt Schlüssel nicht gern bei sich. Ach, da ist eine Schreibfeder. Geht das wieder zu? Geh mal zu. Nee, gut. Das sieht aus wie der Ring. Auf dieses Pergament kann ich meinen Brief schreiben. Das ist schön. Da ist das Tintenfass. Okay, hier ist also nicht mehr. Gehen wir mal dahin. Ach, da ist der Stift. Sonst ist hier nichts. Da. Ein Schlüssel. Toll. Und der Ring. Wo soll der Ring sein?